when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Okay, ich finde scheinbar nichts, also heute frei improvisiert hier mitten aus dem Wald. Und ich habe hier hinter mir einen neuen Cloudbuster gebaut aus Schrott, zum Großteil, bis auf einen kleinen Cloudbuster, der da integriert ist, mit nur einem Kupferrohr. Und ja, der läuft auch ganz gut. Vielleicht zeige ich euch später noch ein paar Zeitrafferaufnahmen vom Himmel, damit ihr das auch sehen könnt. Ja, auf jeden Fall ist hier ein wunderschöner Ort. Und wenn ihr energetisch erschöpft seid, dann rate ich euch nur, geht doch mal in den Wald, genießt die Stille da und versucht ein bisschen runterzukommen, genießt die gute Energie im Wald, lasst mal das Handy liegen oder so, oder packt es in Alu ein, wenn ihr es nur mitnehmen wollt, aber nicht benutzen. 4 Schichten Alu reichen, dann ist der Empfang weg und ja, das ist natürlich eine gute Sache. Ansonsten, ja, schöne Grüße und ja. Also mir geht es darum, irgendwie eine andere Perspektive darauf zu finden, auf das Schaffen, auf das Arbeiten oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja, wir haben eigentlich eine ganz falsche Einstellung zum Arbeiten. Meistens denken wir, ach Arbeit, ja, das muss ich halt machen, um Geld zu verdienen. Oder warum soll ich das nicht arbeiten für so wenig Geld? Und auf der anderen Seite macht man halt auch Sachen, die man nicht gerne tut, obwohl man also möchte eigentlich lieber was anderes machen, aber man kommt nicht dazu, was anderes zu machen, als man eigentlich vorhatte. Man muss die ganze Zeit irgendwas machen, was man eigentlich nicht tun will. Und deswegen ist halt die Frage, wie wichtig ist das Geld? Wie wichtig ist es, die ganze Zeit dem Geld hinterher zu rennen? Und wie wichtig ist es auch, was zu tun, wenn man dafür kein Geld bekommt an manchen Stellen, wo es einem vielleicht wichtig ist? Ja, und wie wichtig ist es, sich zu verbiegen für Geld? Und was muss man machen, damit man sich möglichst nicht für Geld verbiegen muss? Beziehungsweise wäre es nicht besser, wenn sich so wenig wie möglich Menschen für Geld verbiegen würden, weil sonst, weil dadurch eben eine größere Freiheit entsteht, weil die Arbeitgeber dann auch irgendwann einlenken müssen, weil sie eben in gewissem Maß einfach das menschlicher und sozialer gestalten müssen, die gesamte Arbeit. Und damit eben sonst weniger Profit machen, weil die Mitarbeiter ständig wechseln oder ständig gehen, weil sie das nicht mehr mitmachen. Ja? Das wäre auch ein Ansatz, wie man einiges bewegen könnte, aber er wird halt selten angewandt. Die meisten Menschen sind Duckmäuser und ordnen sich direkt unter, machen alles mit und lassen es alles mit sich machen, aber reden nicht mehr miteinander, sondern machen nur noch stumpf ihre Arbeit. Hauptsache, ich kriege keinen auf den Deckel. Aber das ist, glaube ich, kein guter Weg, weil wenn wir diesen Weg gehen, dann sind wir bald einfach komplett unterdrückt und haben gar keine Chance mehr, uns irgendwie daraus zu befreien. Ja, und das wäre fatal. Ja, wir stehen kurz vor einem Krieg, der eventuell uns alle vernichten könnte. Also warum sollten wir nicht jetzt das tun, was wir am liebsten tun wollen? Und dabei aber nicht nur egoistisch sein, sondern vielleicht auch dem einen oder anderen helfen. Hier und da gucken, was können wir tun, um jemandem zu helfen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Was können wir gemeinsam auf die Reihe kriegen? Was ist jetzt Phase und was müssen wir jetzt erreichen, damit wir später frei sind? Ja? Und sich darüber Gedanken machen. Und das tue ich immer wieder, wenn ich eben auch
hier unterwegs bin oder irgendwo, dann versuche ich eben mit den Leuten herauszufinden, wie machen wir uns möglichst unabhängig von diesem Duckmäusertum. Sind im Prinzip unter dem Radar, aber nicht zu tief unter dem Radar, sodass wir halt noch unser Leben leben können, aber nicht so wie die das wollen, sondern so wie wir das wollen. Und was wollen wir eigentlich? Das ist auch eine gute Frage. Und ja, im Endeffekt ist die Quintessenz davon, etwas tun und dabei Spaß haben und umgekehrt Spaß haben und dabei noch etwas tun. Das heißt nicht nur rumsitzen und saufen und kiffen oder sonst irgendwas, sondern immer wieder auch schauen, was ist zu tun, was mache ich gerne und sich auch was selber vielleicht zu überlegen, ein Projekt zu überlegen, irgendwas zu bauen, irgendwas zu machen, ja, mit anderen oder alleine. Und immer wieder auch fragen, so was wollt ihr, was können wir zusammen machen und so. Weil das nämlich im Endeffekt dazu führt, dass wir viel mehr miteinander machen, dass wir alles, was wir können, selbst machen. Und dadurch sind wir frei. Dadurch sind wir unabhängig. Aber wir können diese Freiheit nur behalten, wenn wir nicht eben mitmachen bei diesem Duckmäusertum, sondern uns davon befreien. In unserem Kopf auch davon befreien, ob wir davon abhängig sind, dass wir jetzt Geld haben für ein Projekt oder nicht. Weil wenn man nachfragt und rumfragt und sich umschaut, findet man die meisten Dinge auch kostenlos. Und wenn nicht, für ein paar Sachen kann man ja auch ein bisschen Geld ausgeben. Und den Rest kriegt man halt so. Und irgendwie kann man sich das dann zusammenwürfeln. Und das ist halt dann Erfolg. Und Erfolg ist eben das Wichtigste. Denn wenn wir am Ende Erfolg haben damit, dann sind wir ja glücklich. Und wir können ja auch schon währenddessen glücklich sein. Die meisten Menschen denken, Arbeit ist so beschissen, aber das liegt auch nur daran, dass sie sich ihre Arbeit nicht schön machen wollen. Sie wollen sich keinen Spaß daraus machen, Kisten zu schleppen oder sonst was. Natürlich ist das auch eine langweilige Arbeit, habe ich auch schon gemacht. Und trotzdem ist es nicht falsch, sich da draußen Spaß zu machen und das als Motivation anzusehen. Andere Leute gehen ins Fitnessstudio und bezahlen auch noch Geld dafür und wiederum andere arbeiten den ganzen Tag hart und brauchen gar kein Fitnessstudio. Wichtig ist nur, dass man lernt, wie man sich richtig bewegt. Ja? Aber das ist natürlich auch eine Übungssache. Ja? Auf jeden Fall ist es schön, sich frei zu bewegen hier draußen und ich bin froh, dass es solche Orte noch gibt, dass hier eben noch die Natur lebendig ist und zum Teil so sein kann, wie sie einfach ist. Und ja, und um einen dieser Orte zu schützen, habe ich eben jetzt das hier gebaut. Hier ist eine kleine Metallschiene. Hier fließt das Wasser in den Kanal. Eine ganz normale Speispütte eignet sich da hervorragend. Das Wasser fließt hier links in den Tank. Wasser fließt hier rechts in den Tank und erzeugt eine linksdrehende Bewegung und dann fließt es hier in den Tank auch wieder raus. Hier sind ein paar Kabel, die eben die verschiedenen Metallteile miteinander verbinden. Das habe ich einfach intuitiv gemacht. Ein paar alte Schrottteile zusammengewürfelt. Und hier unten drin sind halt noch Metallspäne, Metallstücke, Draht, Stein. Und in der Mitte hier das Kupferrohr von dem Cloudbuster. Das ist verbunden mit dem Aluminiumrohr, das hier in der Mitte durch die Fahrradspeiche geht, was dann wiederum verbunden ist mit diesem alten Lampenschirm und endet hier oben. Nicht hübsch, aber selten. Und das hier ist ein altes umgedrehtes Grillgestell, das ist da unten auch eben verbunden. Ja, und so kann man aus einem Mini-Cloudbuster gleich einen etwas größeren, sehr effektiven Cloudbuster machen, ohne viel Geld.
Das Ganze hat jetzt vielleicht 30 bis 40 Euro gekostet und läuft hervorragend. Also, Geld ist keine Ausrede. You are one.